Das bist du und du willst endlich mit dem Trading Geld verdienen. Leider lernst du die falschen Inhalte, sodass du dich im Kreis drehst und keine Gewinne erzielst, sondern ständig verlierst. Bleib bis zum Ende dran und ich zeige dir, wie du mit Ghost Trades endlich profitabel wirst und das kostenlos, um konstant Gewinne zu erzielen und erfolgreich zu traden. Hallo liebe Freunde des gepflegten Tradings und willkommen zurück auf Ghost Trades. Das ist unser viertes Video und wir klären heute die Frage, was für ein Trader-Typ bin ich und wie finde ich das heraus? Aber bevor wir anfangen, vielen lieben Dank für die 50 Abonnenten, die wir mit dem letzten Video knacken konnten. Da an der Stelle haben wir auch festgestellt, dass über 80% noch kein Abo dagelassen haben. Also sei kein Frosch, abonnier den Kanal und wir legen los. Heute beschäftigen wir uns mit einer Frage, die auf YouTube so nie wirklich behandelt wird. Also wir haben keine vernünftigen Videos dazu gefunden. Und zwar, welcher Typ Trader bin ich? Ob du jetzt nun Scalper bist, Daytrader, Swingtrader oder vielleicht sogar Positionstrader, das finden wir heute heraus. Wir erkunden, welche Charaktereigenschaften und welche psychologischen Aspekte für jeden Trading-Stil notwendig sind, um den jeweiligen Stil zu meistern. Und ich habe dir hier unten eine kleine Übersicht aufgebaut. Und zwar kannst du diese so deuten, dass du je nach Trading-Stil ein immer langfristigeres Denken brauchst. Als Scalper bist du relativ kurzfristig orientiert. Du versuchst nur kleine Stücke aus dem Markt zu schneiden, relativ schnell rein in die Position und relativ schnell auch wieder raus. Und je weiter du nach außen kommst in den jeweiligen Trading-Stilen, umso langfristiger muss dann auch dein Denken sein. Für Scalper sind Sekunden- bis Minuten-Charts wie der 1-Minute- oder 2-Minuten-Chart ideal, aber auch Sekunden-Charts sind relativ gut zum Traden, 15 Sekunden, 30 Sekunden, das hängt vom jeweiligen Charakter ab, der das dann tradet. Schnelle und kleine Bewegungen sind hier entscheidend. Wir traden beim Scalping hauptsächlich auf dem 30-Sekunden-Chart. Bevorzugte Assets sind dort der Nasdaq. Der ist bekannt für seine Volatilität und seine Schnelligkeit, also er ist wirklich perfekt für Scalper. Aber auch andere Assets eignen sich da relativ gut, zum Beispiel Gold oder Crude Oil, aber auch der S&P, der Dow Jones und da gibt es noch ein paar andere. Das sind alles gute Assets, die man als Scalper traden kann. Die Charaktereigenschaften, die ein Scalper mitbringen sollte, das sind schnelle Reaktionsfähigkeiten, eine hohe Konzentration und vor allem Stressresistenz, sehr gute Disziplin und emotionale Kontrolle. Bei den psychologischen Aspekten ist es so, dass du die Fähigkeit brauchst, Verluste schnell hinter dir zu lassen und auf gar keinen Fall überzureagieren und ins Overtrading zu rutschen. Overtrading bedeutet, dass du dann anfängst, immer weiter Positionen zu nehmen, obwohl du schon im Profit bist, also obwohl du schon Gewinne erzielt hast und dann nach und nach immer mehr Loser einfährst und den Tag dann trotzdem im Minus schließt. Also beim Scalping musst du darauf aufpassen, dass du nicht zu viel tradest. Der nächste Trading-Stil, den wir uns anschauen, ist das Intraday-Trading bzw. auch als Daytrading bekannt. Dort bevorzugt man Charts im Bereich von 5 Minuten bis zu einer Stunde, um die Tagesvolatilität zu nutzen. Solide Tagesbewegungen sind hier entscheidend. Die Position wird auch nur über den Tag gehalten, jedoch nicht über Nacht. Bevorzugte Assets, die man dort handelt, sind Indizes, Währungspaare, Rohstoffe mit hoher Liquidität und Aktien mit klaren Trends. Je nachdem, ob man dann lieber langsame oder schnellere Bewegungen bevorzugt, sollte man Währungspaare für langsamere und zum Beispiel Indizes wie den S&P oder den Nasdaq für schnellere Bewegungen wählen. Die Charaktereigenschaften, die ein Daytrader mitbringen muss, sind Disziplin, Geduld, die Eigenschaft, Ruhe zu bewahren, Anpassungsfähigkeit und analytisches Denken. Die psychologischen Aspekte hier sind, dass du die Konzentrationsfähigkeit und den Fokus behalten musst, um den ganzen Tag über konzentriert zu bleiben und keinen impulsiven Handel zu betreiben. Kommen wir nun zum Swing Trading. Beim Swing Trading sind Timeframes und Charts im Bereich von 4 Stunden bis hoch auf die Tagescharts relevant, um halt mittelfristige Trends zu erfassen. Bevorzugte Assets hier sind Cross-Währungspaare, Indizes und auch Aktien, die tendenziell stabile Trends über mehrere Tage oder Wochen aufweisen. Die Charaktereigenschaften, die ein Swingtrader mitbringen muss, sind Geduld, Ausdauer, emotionale Stabilität, Trenderkennungsfähigkeiten sowie Flexibilität. Die psychologischen Aspekte hier sind, dass man eine Toleranz braucht, um diese ganzen zwischenzeitlichen Rücksätze auszuhalten und auch die Geduld auf die richtige Gelegenheit zu warten.
Abschließend kommen wir dann zum Positions Trading. Dort sind Timeframes und Charts im Bereich der Wochen und Monate relevant und am nützlichsten, da wir dort nach langfristigen Trends suchen. Die bevorzugten Assets fürs Positions Trading sind Indizes, Rohstoffe, Aktien und Währungen mit fundamentalen Wachstumsaussichten. Charaktereigenschaften, die ein Positions Trader mitbringen muss, sind langfristige Planung, Geduld und tiefgreifende Analysefähigkeiten, vor allem auch fundamental. Die psychologischen Aspekte, die fürs Positions Trading relevant sind, sind das Durchhaltevermögen zu haben, an einer einzigen Position festzuhalten, auch wenn der Markt gegen einen läuft. Um herauszufinden, welcher Trading-Typ du bist, haben wir extra einen Fragebogen für euch entwickelt. Du musst die Fragen bitte ehrlich beantworten und dir alle Ergebnisse notieren. Ich werde den Test aber mit dir zusammen machen, damit du auch verstehst, wie du dir die ganzen Ergebnisse notieren musst. Bedenke aber bitte, dass diese Fragen nur funktionieren unter der Prämisse, dass du diszipliniert bist und auch in der Lage bist, deinem eigenen Tradingplan konsequent zu folgen. Wenn du das noch nicht kannst, dann solltest du erstmal daran arbeiten, denn das ist die Basis, um jeden Trading-Stil ausführen zu können. Und bevor wir in den Kommentaren oder privat eine Diskussion aufmachen, dass man auch scalpen kann, wenn man auf dem 5-Minuten-Timeframe unterwegs ist oder dass man beim Daytrading die Position über Nacht halten kann, das ist unsere Erfahrung und unsere Auffassung von dem ganzen Thema und so sehen wir die einzelnen Trading-Stile. So. Fangen wir an mit dem Fragebogen. Starten wir mit der ersten Frage und zwar, wie viel Zeit kannst du täglich für das Trading aufwenden und vor dem Bildschirm sein? Dort hast du A bis D Antwortmöglichkeiten. Jede Antwort gibt die in orange markierte Anzahl an Punkten. Ich nehme jetzt einfach mal mehr als 2 Stunden. Das ist meine Auswahl und ich kriege dafür 1 Punkt. Je nachdem, was du jetzt ausgewählt hast, notierst du dir den Punkt, den du für deine Antwort bekommst. Die nächste Frage ist, wie schnell triffst du Entscheidungen unter Ablenkungen und Zeitdruck? Bitte nehme eine Antwortmöglichkeit von A bis D und notiere dir die in orange markierte Punktzahl. Die nächste Frage ist, wie reagierst du kurzfristig auf finanzielle Verluste und bist du bereit, Risiken einzugehen? Notiere dir jetzt auch hier eine Antwortmöglichkeit von A bis D. Die nächste Frage ist, brauchst du schnelle Bestätigung oder bist du dir deiner Entscheidungen sicher und kannst auf den Erfolg warten? Hier wieder eine Antwortmöglichkeit von A bis D und dann die orange markierte Punktzahl notieren. Wie gut kannst du emotionale Entscheidungen im Alltag vermeiden? Und bist du eher ein impulsiver Mensch oder ruhig und bedacht? Hier wieder von A bis D die Antwortmöglichkeiten, das was auf dich zutrifft, auswählen und die orange markierte Punktzahl notieren. Wie nervös machen dich kurzfristige, unvorhergesehene Veränderungen? Hier sind Höhen und Tiefen gemeint. Das, was auf dich zutrifft, dort die Punktzahl, die orange markiert ist, bitte notieren. Wie geduldig bist du in Bezug auf Ergebnisse? Müssen diese sofort kommen oder kann es ein bisschen dauern? Hier bitte wieder die rot markierte Punktzahl zu deinen vorherigen Ergebnissen dazu addieren. Wie sehr interessieren dich wirtschaftliche Ereignisse? Bist du jemand, der die Wirtschaft von sich aus gerne verfolgt oder interessiert sie dich gar nicht? Hier wieder eine Antwortmöglichkeit von A bis D auswählen und die orange markierte Punktzahl addieren. Jetzt kommen wir zur letzten Frage und zwar, bevorzugst du lieber kleine und häufige Gewinne oder eher wenige und große Gewinne? Hier wieder Antwortmöglichkeit A bis D, dort das, was auf dich zutrifft, auswählen und abschließend zu allem dazu addieren und das Ergebnis aufschreiben. Hoffentlich hast du dir deine Gesamtpunktzahl fein säuberlich notiert, denn nun kommen wir zu der Auswertung des Fragebogens. So, jetzt schaust du bitte in die Tabelle und ordnest deine Punktzahl den entsprechenden Werten zu. Bei mir waren es jetzt 20 Punkte, also hier oben. Ich bin als Trading-Stil Scalper. Sekundencharts, 2-Minuten-Charts, sehr schnelle und volatile Märkte. Je nachdem, was du für eine Punktzahl hast, musst du dich hier in den Werten einordnen. Wobei du auch jetzt einmal wissen musst, wir haben die Extrempunkte, sprich Scalping und Positions Trading, nicht nochmal unterteilt in kurzfristig, mittelfristig und langfristig, weil es halt die Extreme sind. Aber du kannst dir merken, je näher deine Punktzahl an dem vorherigen bzw. nachfolgenden
Trading-Stil ist, umso kurzfristiger bzw. langfristiger bist du orientiert. Also sagen wir mal, du hast jetzt hier eine Punktzahl von 24, dann wärst du schon ein Scalper, der sich vielleicht auf dem 1-2-Minuten-Chart bewegen sollte und nicht unbedingt in die Sekundenbereiche gehen sollte. Genauso beim Positions Trading, wenn du jetzt auf 45 oder 46 Punkte kommst, solltest du überlegen, okay, bin ich ein sehr langfristig orientierter Positions Trader oder halt vielleicht auch mal ein bisschen langfristiger Swing Trader. Also je nachdem, wo du hier landest, kannst du dich immer an dem vorherigen bzw. nachfolgenden Stil orientieren. Beim kurzfristigen Daytrader habe ich euch das hier gezeigt mit den 3 bis 5 Minuten, bei mittelfristig 5 bis 15 Minuten, langfristig 15 Minuten bis 1 Stunde und so weiter. Je nachdem, was dein Wert ergeben hat, kannst du das hier ablesen. Wenn du Bock hast, schreib uns gerne deine Punktzahl in die Kommentare und sag uns, was du für ein Trader bist. Und wir schauen mal, was wir dir da noch so an Tipps geben können. Danke für deine Aufmerksamkeit und danke, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir hoffen, das Video hatte einen Mehrwert für dich. Also lass ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video.